Ja, Freibadtemperaturen eher in Erlangen und deswegen umso beachtlicher. Ihr habt da richtig flotten, munteren Fußball gespielt. Ja. Kai Pflaume im FC Bayern Trikot, aber das ist ja auch deine normale Couleur. Ja, das ist Verpflichtung natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich für mich auch immer eine Riesensache, wenn ich mit den Jungs da spielen kann. Ich mache so 5, 6 Spiele im Jahr mit den Bayern Allstars und die haben mich vor 3 Jahren irgendwann mal gefragt, ob ich die Lust hätte, mit ihnen zu spielen. Und ich muss sagen, am Ende Kompliment für jeden Einzelnen, der bei den Temperaturen hierher gekommen ist. Denn am Ende ist man natürlich dann doch lieber irgendwo draußen in der Nähe vom Wasser. Und hier war es ja ordentlich heiß, auf dem Platz natürlich, aber daneben auch. Jetzt hattest du auf der anderen Seite einen Markus Othmar, einen Kollegen von dir vom Fernsehen. Ärgert man sich, dass man dann das Duell dann irgendwie so verloren hat? Ach, überhaupt nicht. Der Markus ist ein ganz lieber Kollege, den kenne ich ja gut und hat ja auch ab und an schon in ganz roten Trikots gespielt, also so ist er nicht. Und ich freue mich für ihn. Er ist ein guter Kicker und hat da 2 schöne Tore gemacht und wunderbar. Ne? Also ich bin ja eher auf der rechten Seite im defensiven Bereich tätig. Insofern schieße ich natürlich nicht jedes Spiel ein Tor. Aber nee, hat er gut gemacht. Benefitspiel ist ja auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit, dass man da überall von Deutschland aus anreist. Aber für euch war es klar, okay, und da kommen wir her und helfen mit. Ja, ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Und wenn es dann natürlich noch einen persönlichen Bezug gibt, wie beim Udo Basimir, dann, dann sind wir natürlich gerne dabei. Und man hat ja auch gesehen, die Zuschauer, die wollen ja dann auch Leute sehen, die sie kennen auf dem Feld und fiebern da ja mit. Und das ist ein großer Spaß. Sie als bekennender Fußballfan, als FC Bayern-Fan nach dem Triple, jetzt Pep, das Herz schlägt wahrscheinlich vor Glück kaum höher, ja, geht's ja fast nicht. Ah ja, alle sind gespannt, also man hat ja jetzt gesehen, so beim Audi Cup zeichnen sich ja so erste Dinge ab und das sieht schon ganz gut aus, was die Mannschaft da jetzt spielt, aber am Ende müssen sie das natürlich in Ergebnisse ummünzen und da wird dann der erste Bundesligaspieltag, das erste Heimspiel, eine deutliche Sprache hoffentlich sprechen und was den Club betrifft, hoffe ich, dass die eine gute Saison spielen und dass sie nicht so viel zittern müssen, dass sie eher nach oben anschließen, als nach unten schauen müssen und ja, es ist wichtig für Bayern, dass es da eben auch viele Derbys gibt und ist ja immer dann auch ein besonderer Reiz drin. Also ich mag schon, auch die Bayern-Fans schauen gelegentlich, was der erste FC Nürnberg so macht. Nein. Das ist ein toller Verein, eine große Tradition und das mag ich persönlich sehr gerne. Und ja, gerade die Duelle auch zwischen Nürnberg und Bayern haben ja immer ihren eigenen Reiz und dementsprechend gehört der Club natürlich in die Bundesliga und wie gesagt von mir aus lieber in die obere Tabellenhälfte. Aber das Ergebnis von heute, was die Clubfans natürlich gerne öfter sehen würden gegen die Bayern, da hättest du dann doch was dagegen. Ja, also ich glaube, wenn die Bayern Allstars in der stärksten Besetzung spielen, sieht das vielleicht auch noch mal ein bisschen anders aus. Aber man hat auch gemerkt, dass die Traditionsmannschaft vom Club erstmal gut besetzt ist, sehr gut eingespielt ist und die haben heute hier völlig verdient gewonnen. Also haben ja auch ein paar schöne Tore gemacht. Also ein eher Benefits-Ausgang dieses 5:2 als eher realistischer Ausgang, aber ich denke, das Ergebnis steht nicht im Vordergrund, aber ist natürlich trotzdem so, dass man am Ende drauf guckt und wir verlieren auch nicht gerne. Also so ist nicht. Ne? Geschenkt haben wir es nicht. Ne? Gerne.